So, herzlich willkommen mal wieder zum Procurement Summit Podcast. Ich freue mich, dass wir heute mal wieder in einer ganz spannenden Dreierrunde hier sitzen. Neben mir sind Andreas Zimmermann von SupplyTex, dem Netzwerk für innovative Technologieanbieter im Einkauf und außerdem auch Gründer von MySupply dabei als Co-Host. Den haben einige von euch schon gehört und gesehen. Andreas, schön, dass du mal wieder dabei bist. Es ist mir eine Ehre. Und außerdem als Stargast des Tages haben wir jemanden, dessen Gesicht und Stimme auch vielen Procurement Summit Fans schon bekannt vorkommen wird, und zwar Stefan Chassin de Baudet, einer der kompliziertesten Namen im Einkaufsbereich. Und perfekt ausgesprochen. Danke. Freut mich, dass du dabei bist. Viele von euch haben den schon auf unserer Bühne gesehen. Und deswegen freue ich mich, dass du jetzt auch mal hier bei uns im Podcast bist und wir ein bisschen darüber sprechen, was du gerade so machst und dich auch als Person noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Das machen wir ja auch hier gerne im Podcast. Deswegen fang du doch gerne mal an, Stefan, und erzähl so ein bisschen davon, wie du reingeraten bist in das Thema Einkauf und was deine Karriere bisher so für spannende Positionen innehatte. Und dann kommen wir nachher auch noch zu den Themen, mit denen du dich aktuell beschäftigst. Okay, ja, super, danke fürs Hiersein heute und toll, dass mein Namen so auswendig gelernt hast. Das ist schon klasse. Das ist tatsächlich immer ein Opener. Stefan Langte wäre voll gekommen dabei. Ja, wo komme ich her? Was bin ich so für ein Typ? Bin aus der Gegend von Frankfurt am Main, dort von einem kleinen Ort, kennt aber wahrscheinlich keiner Gelnhausen. Es gibt da noch einen kleineren Ort. Hab dann irgendwann mal Drucktechnik studiert in Berlin. Das war damals noch die HDK. Heute heißt das UDK und ist eine Uni, an der man letztlich Design hat, also das Äußere, das ist mir sehr viel wert bis heute auch. Aber eben auch die Wirtschaftlichkeit dahinter ist ein ganz bedeutender Zweig und die Technologie. Und genau das sind die Dinge, die mich mein ganzes Leben auch begleitet haben. Das muss man dann nicht zwingendweise für die Medienindustrie machen. Ich habe es dann fast 10 Jahre lang für ProSieben und Sat.1 gemacht. Dann dort IT-Verantwortungspositionen gehabt in Berlin und woanders noch Outsourcing-Management gemacht. Also alles, was man im IT-Bereich hat. Und habe dann das Ganze für die letzten 15 Jahre bei Axel Springer gemacht in Berlin, auch in wechselnden Positionen. Einer davon war eben auch zuerst in der IT wiederum, dann verantwortlich für den damals blauen Bereich und grünen Bereich, also ein bisschen getrennt nach Rot, Grün und Blau, um dann eben die richtigen IT-Solutions an den Start zu rollen. Und dann kam irgendwann der Einkaufsleiter auf mich zu und sagte, ob ich nicht Lust hätte, im Einkauf zu arbeiten. Und das war so die Geburtsstunde des darüber Nachdenkens. Und vorher das, hattest du noch nicht dran gedacht. Also tatsächlich nicht. Ne? Es war für mich auch ein völliger Bereich, der mit allen Vorurteilen, die, wenn man keine Ahnung von Einkauf hat, erstmal belastet ist. Und das ist heute zum Teil ja noch immer so. Mhm. Und diese Belastung habe ich dann letztendlich überwinden können, indem ich freie Hand bekommen habe, den digitalen Einkauf aufzubauen. Und damit letztendlich auch eine Gestaltungschance bekam in einem tollen Unternehmen, das sehr international aufgestellt war. Also man muss daran denken, dass in Springer-Bereichen auch Firmen wie Stepstone und Idealo sind, hier ein bisschen mehr bekannt, aber eben auch Business Insider in den USA als eine sehr, sehr reichweitenstarke Plattform. Es gibt Sologé als große Immobilienplattform in Frankreich und letztendlich auch Total Jobs in UK. Lauter Firmen, die in diesem Verbund mit drin sind und für die dann ein zentraler Einkauf natürlich auch digitale Solutions einkaufen sollte oder einen Mehrwert bieten sollte. Und das hat Spaß gemacht, das mit aufzubauen. Und so kam ich dann letztendlich in den Einkauf und habe dann lernen können, dass einen guten Einkauf deutlich mehr ist als das, was ich vorher gedacht habe. Kannst du dazu ein paar konkrete Learnings oder Ergebnisse oder was ihr da erreicht habt erzählen aus dieser Axel Springer Erfahrung? Was bedeutet damals, das ist ja jetzt auch schon 3-4 Jahre her. Ganz so schnell vergeht die Zeit dann doch nicht. Was bedeutete damals einen digitalen Einkauf aufzubauen? Naja, man muss wissen, dass letztendlich solche Firmen auch die Disruption schon sehr viel früher erfahren haben oder gewusst haben, dass sie die Disruption erreichen wird. Und die Strategien waren sehr, sehr früh schon gelegt, dass man aus einem vermeintlich sterbenden Zweig, also dem papierlesenden, informationsvertreibenden Zweig, der auch bedeutet, dass die Papier bedruckt werden müssen und dementsprechend ja auch verteilt werden müssen, alles das muss ja in einem kaufmännischen Verhältnis stehen. Wenn das in der digitalen Zeit mit den Digital Devices in einer anderen
Generation eben doch nicht mehr so gelesen wird, dann hat ein papierproduzierendes Unternehmen ein echtes Problem. Mhm. So, und das Problem wurde sehr früh erkannt und insofern hat man dort darauf gesetzt, eben auch andere Möglichkeiten des Geldverdienens in Betracht zu ziehen, und das ist die Digitalität pur. Mhm. Bedeutet für den Einkauf, dass man von dem Hauptmaterial, nämlich Papier, was in mehr in einer dreistelligen großen Millionensumme besorgt worden ist, letztlich das Hauptprodukt für das Unternehmen plötzlich in eine Vielfalt von digitalen Solutions kommt, mhm. die eine viel größere Rolle spielen in der Zukunft, wo man vielleicht als Zentraleinkauf keinen Anteil daran gehabt hat bisher, inwieweit dort Savings oder andere Mehrwerte eine Rolle spielen. Das heißt, man musste sich erstmal ein Bild davon machen, egal für welchen Bereich. Nehmen wir mal das Beispiel digitales Marketing. Allein, dass man das nicht mehr in derselben Warengruppe hält, sondern sich eine eigene Hauptwarengruppe überlegt, um durch dieses neue Schneiden von Warengruppen einen besseren Grip auf diesen Zahlen zu bekommen, mhm. konnte man dann das erste Mal sehen, dass der Ausgabebereich für digitales Marketing jährlich um 30% halt zugenommen hat mit diesen Firmen, was ein klares Signal war, nicht, dass wir schlecht verhandelt hätten, sondern dass an der Stelle eben die Bedeutung des digitalen Bereichs von Jahr zu Jahr sprunghaft zunimmt. Mhm. Im selben Maße ist dann natürlich auch das Materialwert von den anderen Einkaufsgruppen, den klassischen, den traditionellen, sprunghaft zurückgegangen. So, und wenn man darauf nicht reagiert, dann steht man plötzlich als Einkauf neben der Spur und wird auch nicht mehr wahrgenommen als Player am Tisch und kann keinen echten Mehrwert bieten. Und das ist es ja, worauf es ankommt im Einkauf, dass wir einen Mehrwert bieten für das Business, wo es sich hin entwickelt. Und ich sage sogar noch eins mehr, dass wir sogar nicht nur in dem Falle dann hinterhergehen, sondern dass wir eigentlich davon weggehen müssen und sagen, dort geht es eigentlich morgen lang, habt ihr schon mal daran gedacht. Mhm. Ja, ganz schlaues Beispiel. Fiel mir gerade ein, dass wir nächstes Jahr auf der Bühne beim Procurement Summit auch einen Experten zum Thema Marketing-Einkauf haben, wo du gerade so schön beschrieben hast, wie das irgendwie in der Relevanz zunimmt und wie kompliziert das auch heutzutage zu steuern und in anderen Prozesse zu integrieren ist. Da haben wir einen ganz schlauen Speaker, der heißt Erik Siegmann, weiß nicht, ob der mal über den Weg gelaufen ist. Ja. Der ist so Berater und Analyst für solche Themen, also macht das bei vielen großen Unternehmen und wird eine Masterclass machen nächstes Jahr über das Thema, wie man damit eigentlich zukünftig umgeht, ne? Weil das, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema ist. Fiel mir nur am Rande ein, interessant, dass du da auch schon Erfahrungen mitgesammelt hast. Ja, klar, das sind ganz wichtige Themen. Also man muss auch dann gucken, wie sich dann die ganze Marktsituation plötzlich verschiebt. Eben ist man noch ein großer Player, sitzt am Verhandlungstisch und hat eigentlich, wenn man gefühlt, was zu sagen. Es ist immer wohlweislich, dass man das nicht immer ausspielt. Weil morgen ist die Situation anders und man ist ein kleiner Player am Tisch. Sobald man nämlich in diese internationale Digitalisierung kommt, ist man auch als vermeintlich großer Player hier am Markt ein kleiner Player. Und dann braucht man ganz andere Verhandlungsstrategien, die dann ansetzen, und ganz andere Lösungen, die einen echten Mehrwert bieten. Und da als Einkauf eine pfiffige Rolle zu spielen, ist eine Herausforderung und kann aber gut gelingen. Bekannt geworden bist du ja auch ein bisschen dadurch, dass du, das war glaube ich noch im Rahmen der Axel Springer Tätigkeit, im Silicon Valley unterwegs warst für diese Axel Springer Gruppe und dir da so ein bisschen angeschaut hast, wie die innovativen amerikanischen Digitalunternehmen Einkauf denken und was es da so für neue Themen gibt. Ne, darüber hast du ja auch bei uns schon mal gesprochen auf der Bühne. Erzähl doch nochmal so ein bisschen, wie das zustande kam und was so die Key Learnings waren, was du da mitgenommen hast, warum du das so, ich habe so verstanden, dass das irgendwie so ein ziemlich eye-opening Erlebnis war, ne, wo du gesagt hast, krass, wie anders man das hier auch irgendwie wahrnehmen kann, ne, das Thema. Definitiv, ja, das war ein ganz großer Punkt in meiner Karriere letztendlich auch. Und bin auch dankbar, dass es mir ermöglicht wurde, dann an diesem Fellowship-Programm teilzunehmen. Muss man sich ein bisschen vorstellen, 15.000 Menschen haben letztendlich die Chance, also sind die Mitarbeiter von Axel Springer und den Tochterunternehmen, an so einem Programm teilzunehmen. Und ich glaube, ich war Teilnehmer Nummer 28, wo eigentlich die Hürde daran teilzunehmen total niedrig war. Das heißt, der Vorstand hat es jedem ermöglicht, der eine halbwegs vernünftige Begründung dafür gehabt hat, die man auf einer PowerPoint-Slide einfach präsentieren sollte, 10 Minuten lang.
Und eine der wichtigen Fragen war dabei letztendlich auch, also was kann man da drüben lernen, was man nicht auch hier lernen kann? Und wer macht dann deinen Job, wenn du nicht da bist? Also zwei sehr, sehr gute Fragen eigentlich, auf die man immer was sagen kann, ja. Und dann zu merken und zu spüren, dass das doch eine große Komfortzone ist, in der sich viele Menschen befinden und daraus nicht eigentlich diese Chance nutzen, dann etwas zu tun. Das Programm ist so ausgelegt, dass man zwischen, sagen wir mal, 2 bis 3 Wochen, was ich für viel zu kurz halte, bis zu 3 Monaten dann dorthin gehen kann. Es hat auch dann Gründe, was mit dem Visum zusammenhängt. Also wenn man begründen kann, dass es länger sinnvoll ist, dann hätte man da auch wahrscheinlich ja gesagt. Aber entscheidend ist, dass man, sagen wir mal, für 3 Monate darüber geht und in einen Austausch kommt. Und das ist ja genau das Schöne an der Sache, dass man Disruptionen nicht nur auch von innen heraus fahren kann. Es gibt viele kluge Menschen in den Unternehmen. Aber manchmal braucht es eben den so ein bisschen das draufkommen, wie machen es andere, was machen die eigentlich anders? Und das findet man, was die Digitalisierung betrifft, natürlich in den letzten Jahren ganz oft im Silicon Valley. Es gibt andere Valleys auch, sage ich immer. Es gibt auch das China Valley und es gibt auch ein German Valley mit anderen Werten, die wir auch natürlich transportieren können. Aber das Silicon Valley hat letztendlich etwas, was mit Kreativität und einfach mal ausprobieren und machen stark in den Zusammenhang gebracht wird. Und man musste dann eigentlich alles organisieren selbst. Es gibt also niemand, der dann sagt, okay, das ist deine Reiseroute, nun mach mal. Was ich auch schön finde, also man muss dann schon selbst organisiert sein. Und das schnellste Learning war eigentlich daraus, dass ich meine Kollegen gefragt hatte damals, also es gab ja andere 27, die vor mir da waren, ob ich nicht deren Kontakte mal haben könnte bei Facebook und bei Apple und ich weiß nicht wo. Und keiner von denen war bereit, mir seine Kontakte zu geben, einfach weil man für das Thema Einkauf seine Kontakte nicht verbrennen will. Das war learning fast, also im Sinne von fail fast, learn fast. Ich hatte quasi niemanden bewegen können, für das Thema Einkauf letztendlich einen Kontakt herzustellen. Was macht man dann? Man geht auf die Lieferanten zu, die man hat und versucht natürlich dann mit denen in Kontakt zu kommen. Die sind sehr, sehr happy, mal jemand ins Flaggschiff nach Hause zu schicken. Und dann ist ein Schneeballeffekt, dann gibt es Meetups vor Ort. Und einen Kollegen, der auch mit dabei war, der auch am ersten Abend schon ein Meetup hatte und so, kommt man am Ende mit 50 besuchten Firmen nach Hause und hat mit CPOs, CFOs. Also du hast sie tatsächlich gefunden, die CPOs ich in Berlin. Genau. Das war auch eine schöne Sache noch. Also neben dem, man möchte nicht den Kontakt verbrennen, war die zweite vorherrschende Meinung, dass das Silicon Valley ist. Und da gibt es ja gar keinen Einkauf mehr. Weil das sind nämlich Startups, die brauchen sowas nicht. Also klar, alle modernen Firmen brauchen das nicht. Und das ist, ich habe es gesehen, nicht wahr. Es gibt ihn noch. Die haben alle einen Einkauf. Eine beruhigende Nachricht an den Tag. Genau, es gibt ihn und auch der Mehrwert wird deutlich gesehen. Der Mehrwert ist allerdings andere, als er bei uns letztendlich ist. Und das sind meine Learnings dann dort vor Ort gewesen, dass ich dann tatsächlich mir ein sehr, sehr breites, schönes Bild machen konnte, wo und wie Einkauf gesehen wird und welche Mehrwerte darüber gefahren werden. Die sind unterschiedlich. Es gibt auch nicht die eine tolle amerikanische Firma, die alles total super macht, aber sehr, sehr genau überlegt, was sie da tun und warum sie etwas tun. Wenn du das jetzt so kurz zusammenfassen müsstest, wo würdest du dann sagen, was ist dann der wesentliche Unterschied zwischen dem Einkauf im Valley und dem Einkauf in Deutschland? Ich würde sagen, es sind vor allen Dingen erstmal so 2 Dinge. Das eine ist die grundsätzliche Haltung hinter den Dingen, die Haltung der eigenen Rolle gegenüber. Die Rolle wird sich oder ist dort ganz verschoben oder anders definiert. Eine Haltung, die man auch als Mindset vielleicht so beschreiben kann. Also das, was Startups generell ja ausmacht, das findet man natürlich auch in den Einkaufsabteilungen von Startups. Und diese Haltung hat etwas mit dem großen Why dahinter zu tun, also diesem letztendlich nachfragen, warum soll ich hier eigentlich was tun? Und dieses Hinterfragen von einem tieferen Sinn, das haben alle Menschen, die in irgendwelchen Positionen dort arbeiten, um zu gucken, ob sie einen echten Mehrwert beitragen können. Also warum bin ich hier an diesem Tisch, weil ich einen Mehrwert beitragen kann? Wenn ich es nicht könnte, dann ist es schon fraglich, warum ich noch hier mit an diesem Tisch bin. Also die Leute gehen eher nicht zur Arbeit und sagen so, heute will ich aber mal richtig Savings generieren, sondern eher so im Sinne von, heute will ich mein Unternehmen, was auch immer der Ziel dessen dahinter sein mag, nochmal richtig nach vorne treiben. Und das ist so für mich dann das Zweite, was du da ansprichst, nämlich, dass der Stellenwert von dem einzigen KPI in diesem Land, was Einkauf sozusagen bisher unumstrittenermaßen hat, nämlich Savings zu generieren, dort
in eine zumindest zweite Reihe gekommen ist. Ich sage nicht, dass es nichts mehr wert ist. Auch Savings dort sind natürlich ganz knallhart, am Ende auch Verhandlungen. Aber der Hauptmehrwert liegt in der Innovationskraft. Also welches anderes Unternehmen, welche andere Supplier, welche andere Partner ist für uns der geeignete, um unsere Strategie morgen mit unterstützen zu können. Und wenn dann der Einkauf der ist, der die gefunden hat und der ist, gefunden der die, und die Deals dann wirklich mit denen macht, ne? Und die Deals auch so macht, dass die Deals an den Stellen entscheidend sind, wie der Mehrwert gesichert werden kann. Sei es, dass man einen Display-Hersteller gefunden hat, der Microsoft sehr frühzeitig es ermöglicht hat, auf einen Markt zu kommen in einem anderen Bereich, dann ist es wichtig, diesen Display-Hersteller gefunden zu haben. Ja. Und solche Deals sind am Ende nicht nur über Savings mehrwertfähig, sondern sie sind über das Verständnis dessen mehrwertfähig, worüber es überhaupt geht. Und deswegen ist es das Why dahinter. Also dazu deutsch eigentlich eher strategisches Lieferantenmanagement. Ganz wichtig, ganz entscheidender Punkt, dass der Einkauf eben nicht nur prozessualer, transaktionaler Optimierer ist auf dem Weg dahin. Das ist ja das klassische Verständnis, wo wir jetzt herkommen, zumindest so wie ich den Einkauf in den letzten 10, 15 Jahren kennenlernen habe dürfen, dass man sehr wohl natürlich transaktional optimiert ist. Das ist auch eine Errungenschaft, die wir in diesem Land hier auch gut haben. Wir wissen gut, wie man Prozesse optimieren kann. Auch schön, dass es das gibt, auch wichtig von Standardisierung zu sprechen, aber bitte nur im Backend. Ja, etwas, was sich nicht verträgt mit einer Startup-Mentalität, ist Standardisierung. Es geht hochgradig um Individualisierung. So, dass man genau hinschaut, wer ist die Zielgruppe? Also jedes Startup baut eine purpose-basierte Canvas auf. Dieses Canvas-Denken, also sprich, was ist mein Mehrwert für welche Zielgruppe? Das ist exakt der Kern, worum es bei Startups geht. Und das wird auch in den Abteilungen von Startups so bespielt. Also was ist mein Mehrwert als Einkauf, wenn das meine Zielgruppe ist? Und das ist eben nicht nur eine Zielgruppe, sondern eben, die muss man erstmal identifizieren. Es gibt eben Menschen, die sind speed-orientiert. Es gibt Menschen, die sind compliance-orientiert. Es gibt Menschen, die sagen, ich will auf jeden Fall den innovativsten Player. Ganz egal, was es jetzt mein Preis macht. Ich will den Einkauf oftmals überhaupt nicht hören, was der Fachbereich alles so dann denkt. Aber man muss da hinhören. Man muss hinhören, was die Erwartungshaltungen sind, um sie besser treffen zu können, um am Ende auch mal einen Wow-Effekt zu haben. Denn ich kann keine Ausschreibung in 24 Stunden machen über 10 Millionen, wenn ich da 2 oder 3 durchverhandelt haben soll. Braucht man aber auch nicht bei jedem Deal. Das ist nichts, was mit Wertgrenzen zu tun hat, sondern was mit einem Verständnis zu tun hat, dessen, worum es bei einem Unternehmen geht. Ja, ist immer so ein bisschen so ein gewisses Henne-Ei-Problem. Also auf der einen Seite ist ja der Fachbereich, derjenige, der natürlich ein gewisses Bild vom Einkauf hat und dem gewissermaßen gewisse Dinge einfach auch überlässt im Bereich gegebenenfalls strategisches Lieferantenmanagement. So aus der klassischen Rolle kommt, ist es ja eher so, dass man das häufig im Fachbereich sieht und den Einkauf zum Erfüllungsgehilfen an der Stelle macht. Das ist ja auch so ein bisschen Henne-Ei. Das heißt im Prinzip nämlich dem, dass im Prinzip das im Valley durchaus auch in der Rolle der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fachbereich die Rolle des Einkaufs auch wirklich anders wahrnimmt. Absolut. Also ich kann jeden Einkauf nur einladen, seine eigene Rolle neu zu definieren und nicht darauf zu warten, dass irgendein Vorstand oder ein anderer kommt und dem Einkauf mehr Wert in einem Unternehmen beimisst. Das sind eine nette Hoffnung, die man da vielleicht hat, aber man muss das selbst tun. Man muss selbst in eine Vorleistung gehen. Man muss selber dafür sorgen, dass Vertrauen aufgebaut wird, weil das Vertrauen an ganz vielen Stellen erschüttert ist, ja, was den Einkauf betrifft, weil einfach klassische Vorurteile herrschen, wenn man von Einkauf und der Tiefe dessen, was das bieten kann, eben nicht so viel Bescheid weiß. Und ich kann nicht erwarten von jemandem, der in einem Unternehmen arbeitet und der sehr einkaufsfern ist, dass er genau weiß, was ein Mehrwert von einem Einkauf ist. Im Gegenteil, hier wird der Einkauf oft als Roadblock wahrgenommen. Und wenn er als Roadblock wahrgenommen wird, dann ist es am Einkauf, diesen Eindruck zu beseitigen. Und das schafft er, indem er eben nach diesem Why fragt, nach seinen Zielgruppen genau fragt, indem er die Veränderungsbereitschaft bei sich selbst stärkt und sagt, okay, wir müssen uns anders aufstellen. Wie anders? Dafür gibt es aus meiner Sicht keine Blaupause. Also es ist nicht eins, ich kam jetzt zurück aus dem Silicon Valley und habe einen Plan, ihr müsst es nur so machen.
Es gibt eine Vielzahl von Ansatzpunkten, was man tun kann. Jeder muss für sich rausfinden, an welcher Stelle der nächste geeignete Schritt dafür eigentlich ist. Aber es ist ohne Zweifel, dass diese Schritte aus dem Einkauf kommen müssen und nicht von einem Vorstand. Ja, wobei, was du so beschrieben hast, klingt für mich auch so, dass auch ein Grund, warum die Amerikaner da häufig besser sind, so in so einer Unternehmenskultur liegt, dass sie irgendwie, einfach gesagt, besser an einem Strang ziehen, die verschiedenen Abteilungen, und nicht so sehr irgendwie gegeneinander arbeiten, wie man das ja häufig hier sieht, wie du als, weil du es auch als Roadblock beschrieben hast, ne? Hast du eine Idee, wie die das geschafft haben, oder sind die, ist das einfach so eine kulturelle Geschichte, dass die Amerikaner da eher irgendwie so ein bisschen kooperativer sind und wir hier so ein bisschen mehr Ellenbogen sind, oder was kann man dagegen tun? Ja, es gibt so zwei, drei Vokabeln, die ich da vielleicht ins Rennen geben würde. Das eine ist sicherlich Transparenz. Mhm. Ja, also ich habe hier ganz, ganz früh mal immer gedacht, dass man auch bei Verhandlungen, ja, möglichst lange hinter dem Berg halten, lass den anderen erstmal was sagen, dann sage ich was, totaler Quatsch. Das gilt auch bei guten Verhandlungen natürlich, sehr frühzeitig ein eigenes Anker setzendes Element reinzubringen, dann natürlich in einem relationalen Bereich auch in einer Verhandlung führen zu können, aber nicht abwarten, sondern transparent sein. In Verhandlungen auch transparent darüber sein, was der Mehrwert für einen ist, dass es bei uns auch um ganz viel geht, dass viele Dinge ausgesprochen werden. Und diese Transparenz auch dem Lieferanten gegenüber, also auch dort entstehen für mich ganz neue so Verhaltensweisen, die man letztendlich nicht mehr mit innen und draußen bezeichnen kann, sondern auch ein Partner, ein Lieferant ist dann plötzlich Teil von einem inneren Circle in dem Falle, wo es darum geht, Innovationen neu voranzubringen. Warum denn nicht auch mit diesem Lieferanten vieles teilen? Also die Sachen halt besser mal transparent machen. Das ist ein wichtiges dabei, gilt dann auch für die internen Abteilungen, Marketing Beispiel, dass eben viele auch frühzeitig mal die Branding-Strategie teilen, auch mit dem Einkauf. Natürlich auch nur dann, wenn der Einkauf bereit ist, an solchen Meetings mitzuwirken und auch Mehrwert in diesen Meetings hat. Und dann wird er natürlich auch gerne wieder eingeladen. Also das ist ein wichtiges Wort. Und das andere hat wahrscheinlich was mit der kulturellen Vergangenheit zu tun. So denke ich das. Ich bin gelernter Diplom-Ingenieur. Das ist schon ganz schön heftig, ja, wenn man so mal zurückblickt, was man dann da für so eine Diplom-Ingenieur-Karriere alles macht. Das ist nämlich sehr, sehr strukturiertes Vorgehen. Bedeutet, dass man Prozessanalysen betreiben kann und daraus Lehren zieht und dann natürlich, nachdem man das alles sauber analysiert hat, Lösungsvorschläge erarbeiten kann. Wenn also ein Diplom-Ingenieur auf einen Berg geht, dann schaue ich, dass ich die richtigen Schuhe habe, dass ich den Rucksack dabei habe, dass ich eine Regenjacke mit dabei habe. Also alles das, was ich brauche, was mir unterwegs eventuell passieren kann. Bevor ich also losgehe als deutscher Diplom-Ingenieur, bin ich ja zumindest mal vorher bei Globetrotter gewesen, um es zusammenzufassen. Schleichwerbung. Ein anderer amerikanischer Ansatz ist hier, in Badelatschen loszugehen. Ja, die sind dann schon mal losgegangen. Natürlich merken die auch unterwegs, dass es jetzt besser ist, Regenschuhe zu haben. Dann holen die sich welche. Und diesen Vorsprung, der da erarbeitet wird, den hole ich als Diplom-Ingenieur auch nicht mehr auf. Ja, also in dieser Startphase, das kulturelle, ich mache einfach mal, auch wenn ich unfertig bin, dieses Minimum Viable Product, es ist nicht perfekt, aber wir gehen schon mal raus, ist ja auch etwas, was Startups auszeichnet. Ja? Die wissen auch, dass sie noch nicht die perfekte Lösung in vielen Teilen haben, aber eine sehr, sehr spitze, sehr, sehr gute Lösung, die hier ideal ist, von der aus dann eine Base geschaffen ist, aus der dann mehr entstehen kann. Und das sind wichtige kulturelle Unterschiede. Natürlich haben wir, um das jetzt wieder zu relativieren, auch unseren kulturellen Beitrag. Am Ende muss man, weiß nicht, wenn man eine neue Technologie dann sehr schnell eingeführt hat, auch natürlich Security und Compliance-Themen kommen, wo wir eine Menge beitragen können, wie, keine Ahnung, Atomkraftwerke in der Welt aussehen. Ja, die sollten dann schon nochmal durch gewisse Prüfmechanismen gehen. Oder Flugzeuge oder sowas. Oder Flugzeuge oder andere Dinge. Es gilt dann auch in einer anderen Phase, andere Mehrwerte sehr wohl reinzubringen. Einen anderen Aspekt hattest du eben schon angesprochen, den würde ich trotzdem gerne an dieser Stelle nochmal erwähnen, und zwar das Thema Purpose. Das ist ja, glaube ich, auch eine Sache, wenn ich jetzt ein Team habe, was in eine Richtung arbeitet, auch ein bisschen übergreifend über die Bereiche hinweg, ist das, glaube ich, noch was ganz anderes und ein ganz anderer Zug zum Tor, als wenn man jetzt sagt, okay, jeder ist in seiner Abteilung, in seinem Silo und hat so eine gewisse historisch gewachsene Silo-Denke. Und das ganze Thema Purpose
ist ja, ich sag mal so, in Startups kann man schon fast sagen, fast ein alter Hut. Mhm. Im Valley sowieso, mhm. ne? Aber auch in Deutschland, in vielen Startups. Aber viele Unternehmen haben das Thema noch nicht aufgegriffen. Da heißt es Mission, Vision. Und da geht man auch ganz anders an das ganze Thema vereinende Elemente ran. Mhm. Und da, glaube ich, ist das Thema Purpose aber, glaube ich, insbesondere im Valley besonders stark ausgeprägt. Unbedingt. Also wenn man das deutsche Wort entgegenhalten würde, was wir stattdessen haben, ist es der Dienstleistungscharakter. Das ist eine Wortprägung aus den, ich glaube, 90ern mindestens. Also sehr, sehr positiv gedacht, aber am Ende leider schlecht gemacht. Mhm. Weil es nämlich bedeutet, dass Dienstleistungscharakter, ich bin ein Dienstleister und dann sprechen es Leute noch sehr, sehr positiv aus, bedeutet, ich warte hier an meinem Platz und wenn jemand anruft oder durch die Tür kommt, na, dann helfe ich ihm natürlich sehr gerne. Aber wenn jemand angerufen hat, dann hat niemand meine Sachen gebraucht. Das kann man sich als Procurement morgen nicht mehr erlauben. Man muss in eine Kommunikation, in eine Collaboration kommen. Und die Kollaboration gelingt nur, wenn man in diesen Purpose-Gedanken reinkommt. Wofür mache ich meinen Job hier? Was ist eigentlich das Übergeordnete, was wir alle erreichen wollen? Und wie kann ich meinen Beitrag dort bieten? Und dann brauche ich auch keinen See mehr voll weinen mit den Tränen der Einkäufer, die eben gefüllt sind, diese Seen von, der hat mich ja nicht eingebunden. Ja, dieses typische Early Involvement. Ja. Natürlich ist das eine wichtige Kenngröße für einen professionellen Einkauf, nicht nur am Ende für die Bestellung mit hinzugezogen zu werden, sondern tatsächlich einen Mehrwert in den früheren Customer Journey Phasen zu kriegen. Das tut man aber nur, wenn man den gesamten Sinn einer Unternehmung versteht und das, was der Fachbereich eigentlich erreichen will. Und das gelingt, indem man Kollaboration versucht zu erreichen. Du hattest jetzt in unserem Supplytext-Magazin, darf ich so mit so einer kleinen Einwerbung einwerfen, ja auch einen schönen, tollen Artikel zum Thema Rolle im Einkauf geschrieben oder wie sich die Rolle des Einkaufs künftig verändern wird. Dennoch würde ich gerne nochmal, auch vielleicht nochmal im Kontext von deinen Erfahrungen im Silicon Valley versuchen, irgendwie dein Bild kennenzulernen, wo du glaubst, dass sich der Einkauf hinentwickeln wird oder hinentwickeln muss, wenn es jetzt über diesen Dienstleistungscharakter hinaus gibt. Wie sieht denn der dann ganz pragmatisch auch in der Zukunft aus? Gibt es noch einen operativen Einkauf? Was machen die denn da so alle? Oder was passiert so im strategischen Einkauf? Was sind denn künftig deren Aufgaben? Verhandeln die künftig nur noch oder gar nicht mehr? Oder wo glaubst du, dass da die Reise hingeht? Das ist übrigens eine sehr schöne Überschrift für diese Folge. Gibt es den operativen Einkauf noch oder kann der weg? Ja, ich bin da. Also wir sind mittendrin in der Folge. Ich weiß nicht. Das fiel mir nur gerade ein. Das, ihr habt ja bestimmt hier auch ein paar, ich weiß, dass ihr hier auch ein paar CPOs auch ab und zu interviewt. Ich glaube, da kommen die Antworten ein bisschen zumindest verklausuliert er vielleicht drüber. Das kommt drauf an, würde auch ich sagen. Ja, aber es sind ganz klare Tendenzen zu erkennen, in welche Richtung sowas geht. Ich bin jemand, der auch ein bisschen provokativ manchmal sagt, Mensch, Standardisierung muss weg. Ja, das ist gestern. Wir müssen in die Individualisierung. Klammer auf, stimmt natürlich nicht ganz, denn in den Backend-Systemen muss Standardisierung voll rein. Natürlich müssen wir gucken, dass wir gerade, wenn wir über neue Plattformen sprechen und das Zusammenspiel von den einzelnen Komponenten, dass dort Standardisierung eine ganz große Rolle spielt. Also Open Standards, die geteilt werden können, um in den Technologien miteinander ausgetauscht zu werden. Bedeutet ja auch, dass sowas wie Blockchain eine hohe Standardisierung mit sich bringt und eine KI ist auch nichts anderes als letztendlich ein Sammelsurium von Deep Learning Dingen, die an der Stelle standardisiert gut zusammenarbeiten können. Also da spielt das eine Rolle. Aber in der Frontend-Kommunikation, und das ist das die letzte Meile sozusagen zum Endverbraucher, da muss die Individualisierung rein. Und das ist noch null verstanden, ja, wenn ein Einkauf davon spricht, da im Intranet ist doch mein Link und danach springt mein Prozess an. Meistens ist es, wenn man Glück hat, nur der eine, ja. Aber das langt eben nicht. Also ich meine es in dem Sinne, dass sie überhaupt einen haben. Aber es langt nicht, einen zu haben. Man muss eben individuelle Prozesse haben. Und da spielt dann natürlich der operative Einkauf als ein Teil der Gesamtprozesskette, wenn man von Source to Contract oder Purchase to Pay spricht, auch eine Rolle. Na klar, ist es ein wichtiges Anliegen, einen strukturierten Bestellprozess am Ende zu haben, der Dokumentenaustausch ermöglicht und ein Invoicing dementsprechend automatisiert auch zuordnen kann. Und da merkt man schon,
An den Stellen wird es der Technologie am leichtesten fallen, schneller einzufallen. Das ist so. Ja. Das heißt, wir stehen da kurz vor einer Disruption auch in dem Bereich? Definitiv ja. Also wenn die Disruption an diesen Stellen schnell kommt, wird sie von der Seite her kommen. Mhm. Und sie wird so radikal sein, dass sich der Einkauf an der Stelle eine neuere Rollenbedeutung geben muss. Mhm. Ja, also ich sage auf der einen Seite, ja, der operative Einkauf wird so nicht mehr existieren, definitiv. Aber eben auch, ja, diese Leute, die in diesem operativen Einkauf arbeiten, die braucht man nach wie vor, wenn sie sich ein anderes Rollenverständnis geben. Hm. Beispielsweise mehr Serviceorientierung. Es gibt genug zu tun. Und diese Serviceorientierung heißt, wenn jemand von den Fachbereichen nicht in der Lage ist oder verständig genug, um unseren Prozess zu bedienen, na, dann bediene ich eben diesen Prozess, ich mit meiner Servicekraft. Also dieser Callcenter-Gedanke ist auf jeden Fall ein wichtiger auch für das operative Backend. Das heißt, dieses operative Bestellen in den Systemen, das wird von den Systemen mehr und mehr automatisiert übernommen werden. Und das ist auch gut so. Denn auch dort wollen die Menschen ein Stück weit wieder näher in diese Menschlichkeit zurückgeführt werden. Das ist ja genau der Vorteil von Digitalisierung, dass vieles von dem, was wir als eine lästige Standardbeschäftigung empfinden, abgenommen wird. Und das ermöglicht ganz neue Themen an dieser Stelle für die Leute selbst. Also dieser Service-Gedanke, der wird definitiv bleiben und der muss größer werden. Und insofern mache ich mir gar keine Sorgen um diesen, in Anführungszeichen, dann auch operativen Einkauf, weil die einfach nur andere Rollen kriegen werden. Gleichzeitig natürlich dann auch der strategische Einkauf, das wird der wichtigste werden, weil der am Ende die Connectivity zu den Fachbereichen auf einer sehr, sehr frühen und einer sehr, sehr abstrakten, hohen Ebene auch halten muss. Also wo geht es hier lang? Welche Player brauchen wir? Wie kann ich meine Marktkenntnis hier mit reinkriegen? Weil das ist ja einer der großen Mehrwerte des Einkaufs, dass er sich als Market Expert versteht. Zu Recht, weil wir auch wahnsinnig viele Daten haben. Ja? Also wenn der Einkauf schon mal erkennen würde, was er alles an Daten hat und was er damit machen kann. Wow, was für eine Spielwiese. Datenanalysten werden also als Rolle ganz, ganz stark zunehmen. Nicht jeder ist in der Lage, wie ich immer sage, in diesem alten Matrix-Film, wenn man Raumschiff durch die Welten fliegt, muss man sich nicht mehr den Raum übersetzen lassen. Manche lesen das ja in den Daten, also dieses Grüne, was von oben nach unten geht. So ist halt nicht jeder. Nicht jeder ist dieser Operator. Ja, also brauchen wir Datenanalysten, die uns helfen, Anomalien in unseren Daten so zu entdecken, dass wir guck mal, da ist irgendwas Spannendes an der Stelle. Und sei es, dass irgendwelche Lieferantenstrukturen sich verändern, dass Partnerschaften sich auf dem Markt entwickeln, die für uns intern wichtig sind. Lauter Dinge, die ein Einkauf als ein Trendsetter, als ein Frühwarnsystem vom Markt mitbekommen kann. Ich glaube persönlich, dass wir im Prinzip dann einen ziemlichen Prozessmusterwechsel gerade haben, auch was die Skills angeht, ja, die momentan im Einkauf gefordert werden oder beziehungsweise wurden und auch künftig werden. Wenn wir jetzt uns vorstellen, früher war es vor allem der knallharte Verhandler, das Pokerface, der undurchschaubar war und der im Prinzip knallhart mit den Lieferanten eiskalt da Deals machen konnte. Da wurde natürlich eine gewisse Persönlichkeit auch gebraucht, wenn man sich mal so ein bisschen daher die Historie anguckt. Und ich glaube, da werden einfach auch eine Maschinenmenge davon übernehmen, was eigentlich genau da eigentlich hintersteht. Und ich glaube, man braucht fast genau gegensätzliche Skills, also eigentlich Empathie, Kreativität, um auch genau diese Brücke auch mit dem Fachbereich auch für die Entwicklung von neuen Dingen schließen zu können. Wie siehst du das? Definitiv. Ich denke, dass das größte Potenzial an der Weiterentwicklung von solchen Mehrwerten in diesen Soft Skills liegt. Ja, das sind genau die Dinge, die wir bei Menschen, und das ist das Schöne an uns Menschen, auch immer wieder vorfinden in den variantenreichsten Dingen. Und die zu einem orchestrierenden Klang zu bringen, das ist das, worum es eigentlich geht, in allen Abteilungen letztendlich. Ja, also auch andere interne Serviceabteilungen wie die Revision oder HR oder Controlling müssen sich alle dieselben Fragen stellen. Und Procurement hat da eine ganz, ganz gute Chance, mit einem anderen Skillset voranzugehen. Denn auch so Verhandlungen, ich glaube, in den frühen 90ern mit Lopez hat das ja begonnen, dass der Einkauf auch bei dem Normalbürger ein bisschen in den Fokus gekommen ist, nämlich, das ist der knallharte Verhandler, der bis an den Schmerz ran verhandelt und dann nochmal 10% mehr will.
das schlägt irgendwann zurück, dieses Pendel. Wenn wir uns in einer partnerschaftlichen Welt bewegen und diese offenen Grenzen von Unternehmensstrukturen und Rollenbildern lassen das zu. Gerade solche Holacracy-Dinge werden die Grenzen nicht mehr an Unternehmen zum Ende bringen, sondern eben in Partnerschaften denken. Mit Partnern verhandle ich so nicht. Ja. Natürlich bin ich jemand, der in den Verhandlungen immer einen Schmerz am Ende spüren möchte, um zu wissen, wie weit man dann gehen kann. Aber wenn ich den spüre, dann gehe ich an der Stelle nochmal 10% zurück, um an anderer Stelle nochmal etwas mehr rauszuholen. Es geht also im Einkauf auch immer um finanzielle Vorteile, klar. Aber Innovationen entstehen auch, indem man nicht mehr nur Schmerz miteinander hat, sondern eben auch mal den Spaß daran hat. Und das ist etwas, was wir als Umfeld im Einkauf mit den Lieferanten definitiv herstellen können. Die Lust daran, gemeinsam Neues entwickeln zu wollen. Und das bringt alle voran. Du bist ja jetzt seit einiger Zeit, seit du bei Axel Springer da auch raus bist, selbstständig unterwegs und vor allem als Berater dabei, Unternehmen dabei zu unterstützen, auch ihre eigene Digitalisierung im Einkauf anzuschieben. Ja. Und bringst natürlich auf der einen Seite viel über Keynotes mit rein, so Impressionen, was hast du erlebt. Ja. Was ist denn momentan so ein bisschen dein Eindruck, wo die Unternehmen da gerade stehen und wie sie auch vorgehen dabei? Das ist mannigfaltig, diese Eindrücke, die ich da so am Sammeln bin. Das ist tatsächlich so, dass ich bei großen Unternehmen im Medienbereich oder in Banken, Versicherungen unterwegs bin, genauso wie auch bei Maschinenbau, der jetzt eher in einem kleineren Bereich unterwegs ist, aber dafür absoluter Weltmarktplayer sind. Das heißt, wo man hinkommt, Überraschung gibt es überall. Ja? Also es gibt Unternehmen, die den Einkauf erst jetzt so richtig entdecken und merken, sie müssen etwas tun, sie wollen etwas tun. Das heißt, ich sag's mal übertrieben, den Einkauf aus einer Steinzeit in ein Ich-bin-da-Alter heben, was natürlich durch diese Vielzahl von Plattformen, von Startups und von Möglichkeiten heute einfach gelingen kann. Ja. Aber eben nicht nur technologisch, sondern vor allen Dingen ja auch Mindset-mäßig, denn Digitalisierung hat für mich zu 70% etwas mit Mindset zu tun und der Haltung dahinter. Und da kann man sehr, sehr viel machen. Ich habe ein Unternehmen mit in den Innovationspreis Award gebracht, dass man dort also auch gesehen wurde, darum, wie man mit Menschen umgegangen ist und was diese Veränderlichkeit und die Veränderbarkeit überhaupt dann auch als Möglichkeiten zulässt. Und es geht darum, nicht ein neues Konzept in Stein zu gießen und morgen machen wir das so, sondern man muss permanent in einen Lern Zyklus kommen, um eben an der Stelle immer wieder agil mitzukriegen, was und wer morgen hier im Zentrum stehen soll. Und das sind wichtige Dinge. Und andere Firmen, um auch bei manchen großen sein, die sind, was Technologien betrifft, schon sehr, sehr gut so versorgt, haben große P2P-Systeme im Gebrauch und kämpfen trotzdem an der Front, an dieser Kollaborationsfront der internen Wahrnehmung. Das heißt, wie schafft man es, selbst wenn man als Einkauf prozessual, transaktional sich top aufgestellt hat, in den nächsten Schritt zu kommen. Und der bedeutet, Relevanz zu kriegen. Relevanz im Sinne von, na klar, mache ich hier nichts mehr ohne den Einkauf. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehen wir in Deutschland? Kann man das so verallgemeinern? Was ist denn dein Eindruck? Ja, also von dem, was ich mir wünschen würde, was aus Einkauf werden kann, weiß ich, dass wir noch locker 7 Punkte nach oben offen haben. Also 3 von 10. Es ist leider so, also kommt drauf an, wie du deine 10 definierst. Wenn die 10 ein transaktional optimiertes, festgezurrtes Regelwerk ist, dann sind wir wahrscheinlich ziemlich gut unterwegs, auch weltweit. Ja? Aber das ist nicht mehr das, was alleine reicht, um World-Class zu sein. Die World-Class-Definition fängt an mit, bin ich Roadblock oder bin ich es nicht? Und das erreicht man nicht nur durch Prozessoptimierung, das erreicht man durch viele andere Dinge auch. Und da sind wir auf einer eher dann nur 2 und deswegen kam ich im Gemixten auf eine 3, vielleicht ist es eine 4. Aber es gibt unglaublich viel, was noch getan werden kann und das kommt. Da wird es ja wahrscheinlich auch eine gewisse Bandbreite in verschiedenen Branchen und verschiedenen Unternehmen geben, die irgendwie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger weit auf dieser Skala oben sind. Kannst du das zum Beispiel mal aus der Vergangenheit von Axel Springer sagen? Sind die über oder unter dem Schnitt? Ja, dazu möchte ich jetzt gar nicht so groß sagen. Schade eigentlich. Ich möchte eher so vielleicht auf manche Branchen vielleicht eingehen. Ja. Das sozusagen, es gibt auch Branchen, die sehr, sehr stark aus ihrer Abhängigkeit von Gesetzgebung argumentieren. Wir würden ja gerne, aber wir können nicht, weil.
Das ist ein Satz, den gibt es im Startup-Bereich nicht. Mhm. Und das sind Dinge, man kann immer anders. Ja, man muss nur letztendlich etwas transparent machen. Mhm. Ja, also auch ich würde auch sagen, klar, wir brauchen Prozesse, mhm, und die müssen auch transparent sein. Und wenn jemand aber an diesem Prozess vorbeigehen möchte, na, dann führe ich als Einkauf diesen an dem Prozess vorbei. Mhm. Ich bin derjenige mit der Lampe in der Hand und kann durch diese Dunkelheit da führen und lasse doch niemanden alleine an dem Prozess vorbei an mir. Mhm. Am Ende ist es ein transparentes Umgehen, wo wir zu einem gemeinsamen Mehrwert kommen. Mhm. Und so schaffe ich es natürlich am Ende vielleicht auch, die Leute in einen sinnvollen Prozess wiederum einzubinden. Das gelingt nicht, indem man eine PowerPoint an die Wand wirft und erklärt, wo die Mehrwerte des Einkaufs liegen. Das gelingt nur, indem man gemeinsame Erfahrungen gesammelt hat und Vertrauen aufgebaut, mhm, hat. Und dieses Vertrauen, das muss man mit den Systemen, die sauber funktionieren müssen, hinbekommen. Also Rechnungsbezahlungen müssen einfach funktionieren, bitteschön. Aber eben andere Dinge, wie einfach eine Meinung am Tisch haben, sind genauso willkommen. Und je nachdem, wie man sich eben selber dann positioniert, ist man ein sehr kleiner Player am Tisch, mhm, ja, oder eben ein sehr relevanter Player am Tisch, weswegen ich dann ja auch versucht habe, meinen Weg zu gehen. Mhm. Ich hab eine Abschlussfrage, mach du erst noch zwischendurch. Abschlussfrage. Ich habe noch so viel. Ich würde gerne das Thema Vorgehensweise noch einmal ein bisschen genauer durchleuchten. Du hast jetzt eben viel über das Thema Mindset gesprochen, was dafür als Grundlage entscheidend ist. Viele Unternehmen kennen jetzt im Prinzip eigentlich die Vorgehensweise häufig über langfristige Strategien. Wo will ich denn jetzt hin? Mhm. Auf der anderen Seite ist jetzt das, was sich gerade in der Startup-Welt oder in der Zusammenarbeit mit Startups ja häufig angeht, eher agile Vorgehensweisen. Wie kriegst du es bei deinen Kunden auch übereinander, dass du sagst, so eine Vorgehensweise würde ich da empfehlen, wie man sich diesem Thema wirklich Hand am Arm auch irgendwie nähern kann? Ja. Also das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Es gibt nicht mehr das holistische eine große System, das man sich als Einkauf reinholen sollte und die Welt ist gut. Das kann so einem passieren, das muss nicht so einem passieren. Das heißt, das Projekt, wie man letztendlich sowas aufsetzt, ist immer nochmal eine zweite Sache. Gerade diese Plattformstrategien, und Supplytex bietet da ja wunderbare Übersichten und Möglichkeiten, eben Orientierung zu geben, bieten es ja erst jetzt an, dass man einzelne sehr spitze Startups mit ihren Solutions so harmonisieren kann durch eine gemeinsame Plattformstrategie, dass man den besten Player für Dinge holt. Und zwar nicht dauerhaft, sondern vielleicht auch nur Pay-per-Use oder Pay-per-Week, was immer es für Abrechnungsmodelle gibt. Das entscheidet sich so ein bisschen am Prozess. Das heißt, ich habe nicht mehr, wenn man das Antwort einem CPO, der es dann sagen würde, mit wie viel von den P2P-Systemen arbeiten Sie, hat er vielleicht früher eins gesagt, ja, wir haben ein großes, oder es gibt noch zwei, drei Tools, die wir haben, ein Vertragsmanagement-Tool und ich weiß nicht, ein SRM. Entscheidend ist, dass ich vielleicht mit 20 Tools zusammenarbeite, aber nicht permanent. Und diese Agilität dabei, diese Prozess, dieses spielerische Prozess-Know-how, was man entwickeln muss, zu sagen, ich glaube, hier schalte ich meine E-Auction einfach mal mit dazu, weil das jetzt Sinn macht. Oder sogar Startups zu haben, die einem das vorschlagen, die quasi ganze Verhandlungsstrategien mit vorbereiten können. Das sind wichtige Impulse, die man aufgreifen sollte. Also deine Botschaft ist, guckt mehr nicht nach den One-Size-Fits-All-Lösungen, genau, sondern sucht mehr nach den Playern, die eine Plattform anbieten, und um in der Lage zu sein, agil auch immer mal wieder neue Lösungen zu schalten und auch genau das sich rauszupicken, was man dann eigentlich möchte mit verschiedensten Playern, anstatt diese eine große Suite zu suchen. Perfekt, hätte ich nicht besser sagen können. Das ist das, was ich sehr, sehr stark propagieren kann, mhm, und versuche, das dann noch zu kombinieren mit dieser Mindset-Haltung und dem veränderten Rollenbild, einfach um den Leuten, die natürlich damit arbeiten, auch zum anderen Selbstverständnis dann zu verhelfen. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt neben der technologischen Integration von solchen Lösungen, die auch sauber funktionieren müssen, noch eine menschliche Komponente dabei zu haben, die heißt, natürlich kann ich aus meiner Abteilung eine Menge machen. Einkaufsleiter,
müssen immer ein klares Picture davon haben, wo sie hin wollen. Das dürfen sie nie als Zweifel lassen. Mhm. Aber sie müssen allen eine Möglichkeit geben, auf diese Reise mitzukommen und Dinge anzubieten, dass sie unterstützt werden. Ich bilde mir das Bild, dass man über diesen Fluss möchte und die Brücke ist gebaut und wenn ich noch ein Geländer dran bauen muss, weil er dann besser rüberläuft, sehr gerne. Und wenn ich noch einen brauche, der euch an die Hand nimmt, um rüberzuführen, auch sehr gerne. Aber ich lasse keinen Zweifel daran, dass ich morgen über der Brücke sein werde. Mhm. Und wer das nicht mitgehen will, und es wird immer Menschen auch im Einkauf wie in allen Abteilungen geben, die das nicht mehr mitgehen wollen, die muss man auf eine andere Art und Weise zu ihrem persönlichen neuen Wegen helfen. Und das ist nicht negativ gegen diese Person gemeint, sondern eher ein für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Und das meine ich auch nicht nur so als Wort, sondern es ist tatsächlich positiv gemeint. Du hast echt schöne passende Analogien. Ich finde diese Brücke, die irgendwie ganz neu ist und noch kein Geländer hat, über die man rübergehen das könnte. Das macht Angst, na klar. Das ist genau, also da wird es ja auch Leute geben, die sagen, da gibt es folgende Vorschrift, ich darf da noch nicht rübergehen, solange kein Geländer da ist. Ja. Genau. Aber als Startup würde man sagen, hey, lass mal erstmal ausprobieren, ob das überhaupt Sinn macht, darüber zu gehen. Genau. Und wenn nicht, dann brauchen wir, wenn auf der anderen Seite des Flusses irgendwie gar nichts Interessantes ist, dann können wir die Brücke wieder abreißen und brauchen gar kein Geländer und bauen wir anders eine neue. Ja. Ja, das ist genau, das ist so für mich etwas, wie man eben aus den Projekten, die ich ja mache, kann ich eben sehr, sehr stark sehen, dass auch ein ständiges Nachjustieren von Zielen ist bei so kleinen Zielen eine sinnvolle Sache, bei den großen Zielen ist das überhaupt nicht eine sinnvolle Sache. Da muss man auch mal eine Durststrecke durchstehen können und sagen, Digitalisierung ist der richtige Weg. Der sofortige Mehrwert kommt vielleicht nicht morgen, aber er ist übermorgen definitiv da. Und die das nicht tun, die werden disruptiv überrascht werden, weil das dann ganz anders ausgehen wird. Also die Einladung auch an jeden CPO, auf den Weg zu gehen und sich Orientierung zu holen, technologisch oder eben bei der Beratung eben auch. Und dann findet man da in irgendeiner Form einen Weg und der wird ein toller sein. Ja, mein Lieblingsspruch zu dem Thema ist ja immer, versuch nicht, keine Fehler zu machen, sondern mach schnelle und billige Fehler, ne? Ja, genau. Das ist auch das ist am Ende ein sehr wichtiger Punkt. Diese Fehlertoleranz, die in der Kultur ja auch schon ist, das ist dann, wenn man es dann konkret macht, was heißt das denn eigentlich? Das heißt, dass man auch dann als CPO, positiv vorangehen sollte. Mhm. Also mal eine Abteilungsrunde an einem Tisch einmal in der Woche anfangen mit dem, was mir selbst in der letzten Woche schiefgegangen ist. Keine Ahnung, ich wollte einen Termin beim Vorstand, aber der lässt mich schon seit 3 Wochen abblitzen, ist doof. Das ist etwas, was ein klassischer Führungsanspruch Gorilla aus unserer Altwelt natürlich nicht um keinen Preis zugeben würde. Aber wenn er das tut, das macht was mit den Menschen. Und dann darüber schnell in so eine Fehlerkultur so zu kommen, gibt es noch mehrere Schritte. Es gibt viele Dinge, die wir machen können, dass wir eben aus unseren Fehlern schnell lernen. Es geht ja nicht darum, hier ein Fehler-Celebration zu machen, nur weil wir den eben nach oben bringen. Es geht darum, den Fehler deswegen feiern zu können, weil wir es dazu gelernt haben. Und zwar genauso laut feiern, wie wir einen Erfolg gefeiert haben. Und Fehler heißt Fehler und nicht Schlamperei. Das wird häufig in einen Topf geschmissen. Ja, es hängt ja auch zusammen mit dem Spruch, ne? Ich bin nicht gescheitert, sondern ich habe einen Weg gefunden, der nicht funktioniert. das ist ja auch so ein Beispiel. Du hast das jetzt als so ein organisatorisches Thema das Beispiel genannt, ne? Mit wo ich einen Fehler vielleicht gemacht habe. Aber es gibt ja auch viele in so einer großen Organisation, wo ich sage, ich habe vielleicht irgendwie eine neue Software-Tool gekauft, was vielleicht ein Problem lösen könnte und habe dafür irgendwie 3 Tage und 1.000 Euro verwendet und habe dann ausgefunden, dass es das Problem nicht löst, aber es hat halt wenig Zeit und Geld gekostet und deswegen war es gut, das probiert zu haben. Und wenn wir für den gleichen Aufwand irgendwie nochmal ein paar andere probieren, finden wir vielleicht eine Lösung und müssen nicht gerade irgendwie ein Jahr lang. Probieren ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe jetzt auch viele Einkaufsabteilungen gesprochen, die auch Anbieter haben, die für ihre Fachbereiche künstliche Intelligenz beispielsweise einkaufen sollen. So, und dann gibt es eben Anbieter, die sagen, mein Algorithmus ist der klügste, der beste, der schnellste, der interessanteste. Das kann ein Einkauf glauben oder auch nicht. Das wird er nur rausfinden, indem er einfach mal es ausprobiert. Das heißt, ein Einkauf muss in der Lage sein, eine Testumgebung so schnell herzustellen, dass man mit kleinen Schritten für den speziellen Use Case, der hier bei uns dann eben gilt, das halt mal ausprobiert. Mag sein, dass ihr die beste KI habt, aber für uns ist das die bessere KI. Mhm. Das sind alles Aussagen, die ein Einkauf orchestrieren kann. Also auch dieses Requirements-Beratung in den Fachbereichen hinein, weil die wissen das zum Teil ja auch nicht. Mhm. Ja, da gibt es eine ganz, ganz grüne Wiese, in die man als Einkauf im Sinne des Market Experts
sich hervorragend positionieren kann. Mhm. Cool, dann haben wir jetzt schon ganz schön lange gesprochen. Dann kommen wir doch nochmal zu meinem Abschlussthema, das ich vorhin schon angedroht habe. Mich würde nochmal ein kleiner Ausblick von dir interessieren. Du bist ja nächstes Jahr auch wieder dankenswerterweise auf unserer Bühne, das Procurement Summit 2020. Freue mich, dass du da sogar an mehreren Punkten irgendwie eingeplant bist und da eine Rolle spielen wirst. Aber ein Thema würde mich nochmal interessieren. Vielleicht hast du einen kleinen Ausblick darauf. Du bist ja in einer Diskussionsrunde dabei zu der Frage, wie machen wir den Einkauf cool? Ja, so mit dem Untertitel, wie sorgen wir dafür? Du hast das vorhin auch angesprochen. Du bist ja keine Ausnahme damit, dass du auf irgendeinem Umweg zufällig im Einkauf gelandet bist, ne? Und ganz viele, auch die ganzen Einkaufsleiter, die wir in den letzten Wochen und Monaten hier hatten, keiner ist ja irgendwie mit 18 mit seinem Abiturzeugnis nach Hause gelaufen und hat gesagt, Mama, ich will unbedingt Einkäufer werden. Ja, das ist ja ganz, ganz selten. Die allermeisten landen über irgendwelche Zufälle und Umwege da. Und wenn man aber irgendwie, alle sagen ja trotzdem, wenn man gute Leute auch als Nachwuchs irgendwie für das Thema anziehen will, dann wäre es ja eigentlich schön, wenn das irgendwann mal jemand tun würde, ja, mit seinem Abi-Zeugnis zu sagen, geil, jetzt werde ich Einkäufer. Hast du da eine Theorie, wie man dafür sorgen kann, dass das irgendwie auch ein Berufsbild wird, das mehr Leute anzieht, weil es irgendwie auch cooler ist als dieser Gedanke des Roadblocks, den du heute auch schon ein paar Mal genannt hast, der ja nicht so sexy klingt? Ja. Also ich kann da auch nur selbst als eigenes vielleicht Vorbild vorangehen für andere, wenn sie das mögen und mich dann als solches akzeptieren. Ich für mich habe beschlossen, als Procurement Punk voranzugehen, habe einen eigenen Blog dafür gegründet und versuche die coolsten Typen, ihr seid da auch so welche, mit da reinzulegen. Und ich lade jeden ein, der sich selber auch als Punk fühlt. Und das Punk ist eben nicht äußerlich gemeint, sondern es ist eben innerlich anders sein als das Establishment. Und das bedeutet eben ganz viele Dinge anders machen, als sie früher mal waren. Das ist eine der Plattformen, an der ich mich engagieren werde. Ich werde ein Buch schreiben, das The Hero Department heißt, und versuche dort diese allgemeinen Themen nochmal so in der Form voranzubringen. Bei Supply Text bin ich für das Beratungsthema verantwortlich und glaube sehr an diese Plattform, weil genau das Orientierung geben kann in der Supply Text-Welt und in der Tech-Welt, die eben mit einzelnen kleinen Bausteinen hervorragende Plattformen bauen kann. Es gibt also auch hier nicht die eine Antwort, es gibt viele kleine Lösungen, die ich jetzt für mich so beschließe und sage, so kann das morgen besser funktionieren, um den Firmen eben durch Beratungssachen helfen zu können. Daraus erwächst am Ende ein neues Rollenbild und das versuche ich in alle Einkäufer hineinzukriegen, durch die Angebote, die man macht, selber den Spaß daran zu entdecken, was man alles erreichen kann in diesen Firmen. Nämlich nicht nur Dienstleister und Abwarter zu sein, sondern in die erste Reihe zu gehen, wenn es darum geht, Innovation voranzubringen. Und das spricht sich rum. Also Storytelling ist auch einer der letzten Punkte, die ich dann in dem Moment auch mit reinbringe, weil durch diese 5 Circles, die ich als Beratungsidee sozusagen mitentwickelt habe nach meinem Valley, angelehnt an den Golden Circle natürlich auch aus den USA. Aber das Wow-Element, dieses wow, hätte ich gar nicht gedacht, hätte ich dem Einkauf gar nicht zugetraut, ist am Ende ein Storytelling auf eine positive Art und Weise, wie wir die Erfolge, und das sind tolle Erfolge, die der Einkauf feiern kann, natürlich auch publizieren können. Mhm. Und wenn sich das langsam aber sicher rumspricht, dann will keiner mehr ohne Einkauf und dann ist es auch für einen 18-jährigen Abgänger von der Schule ein spannender Beruf, wo er sagt, genau da will ich hin, lieber heute als morgen. Ich gehe so in den Einkauf, um das Unternehmen zu enablen. Genau, das ist ein großer Enabler, sehr, sehr schöner Punkt, finde ich. Das ist, gibt da so viele tolle Rollenbezeichnungen, je nachdem, was in welchem Unternehmen wo gefragt ist. Und nochmal nicht darauf warten, dass einem einer diese Rolle dann auch mal zuteilt. Nee, man muss sich die Rollen selber definieren und selber machen. Und so gilt es vielleicht wie für jeden Job. Ich mache mir meinen Job schon schön. Ja, und auch mit einem echten Mehrwert für andere, dass ich dahinter stehen kann. Wird das Buch im Sommer fertig, dass es zum nächsten Procurement Summit irgendwie vorgestellt werden kann? So soll das sein. Das halte ich auf die Bühne. Das ist der große Plan. Okay, das ist sehr vernünftig. Da freuen wir uns schon drauf. Das Hero Department. Kann man bestimmt schon bei Amazon vorbestellen. Oder? Ach, bestimmt. Ich muss gleich mal einen Rechner mal gucken. Dann geht das wahrscheinlich nachher. Cool, das hat Spaß gemacht. Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass wir uns spätestens am 17. und 18.06. beim Procurement Summit wieder sehen und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und danke nochmal, dass du da warst. Und danke auch, euch. Auch an dich, Andreas. Vielen Dank für den sehr gerne. Für die coole Co-Moderation hier. Schönes Format, kommt übrigens auch auf den Procurement Park. Ja, das ist vielen Dank dafür und danke euch. Bis bald. Danke euch. Ciao. Schon angemeldet für unser nächstes Event?
Wenn Sie auf unserer Webseite procurementsummit.de/Anmeldung den Rabattcode Podcast eingeben, erhalten Sie 50 € Rabatt auf alle Tickets. Wir sehen uns beim Procurement Summit.